Der Wirtschaft geht es verhältnismäßig gut. Auf europäischer Ebene handelt die Kanzlerin ganz gut, so heißt es aus Sicht der Wirtschaft. Aber was tut sich eigentlich in Deutschland? Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dieter Hund, Arbeitgeberpräsident. Schönen guten Morgen nach München. Guten Morgen. Sie werden in knapp 2 Stunden Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Es ist eine Gelegenheit, immer über sich die wichtigsten Themen auszutauschen. Was haben Sie ganz oben auf Ihrem Merkzettel, den Sie mit der Bundeskanzlerin abarbeiten möchten? Wir werden natürlich zunächst mal über die übergeordneten europäischen Themen reden. Die europäische Schuldenkrise steht ganz mit oben auf der Tagesordnung. Deutschland hat hier ganz entscheidend beigetragen, dass im Verlauf der letzten Monate europäisch die richtige Politik umgesetzt worden ist, dass das Bewusstsein in allen Ländern deutlich gestärkt wurde, die Schulden abzubauen. Und diesen Weg müssen wir ganz konsequent weitergehen. Und Frau Merkel hat gerade in dieser Richtung sich besondere Verdienste erworben. Und da werden wir sie bestärken, auf diesem Weg weiterhin aktiv zu sein. Ihr Kollege und BDI-Chef Hans-Peter Keitel hatte allerdings ein paar unschönere Worte an die Kanzlerin gerichtet, hat gesagt, die radikalste Wirtschaftsreform der vergangenen Jahre, die Agenda 21, hat Rot-Grün bewerkstelligt. Er ist unzufrieden mit dem, was die Kanzlerin erreicht hat. Wie steht's mit Ihnen? Es stehen natürlich noch eine Menge Punkte, auch innenpolitisch, auf der Agenda. Das ist eine Sicherstellung der ausreichenden Unternehmensfinanzierung, gerade auch vor dem Hintergrund einer anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung. Das ist darüber hinaus ganz besonders auch die Umsetzung der Energiewende und die Sicherung des zukünftigen Fachkräftebedarfs. Und für mich als für die Tarifpolitik Verantwortlicher ganz besonders auch die gesetzliche Wiedereinführung der vom Bundesarbeitsgericht aufgegebenen Tarifeinheit. Das sind alles Punkte, darüber werden wir reden. Und ich denke, dass wir im Verlauf der verbleibenden Legislaturperiode diesbezüglich auch noch Fortschritte erzielen werden. Es bleibt ja nicht mehr wahnsinnig viel Zeit in dieser Legislaturperiode. 2013, nächstes Jahr, wird schon gewählt werden. Und Sie klingen eigentlich noch relativ versöhnlich, als wenn es ein bisschen Schulterklopfen geben würde. Aber mit der Energiewende, die sich ja durchaus offenbar Zeit lässt, und dem Betreuungsgeld, womit Sie auch nicht einverstanden sind, haben Sie doch eigentlich genug Grund, um mit Murren heute in das Gespräch hineinzugehen. Wir werden uns sachlich über alle Themen auseinandersetzen. Und natürlich gibt es unterschiedliche Vorstellungen hin und wieder zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern und genauso zwischen Arbeitgebern und Politik. Darüber muss eine sachliche Diskussion geführt werden. Das gilt beispielsweise aus meiner Sicht ganz besonders für die Sicherstellung der Tarifeinheit. Da haben die letzten Ereignisse auf dem Frankfurter Flughafen und die Streiks bei den Privatbahnen im letzten Jahr gezeigt, dass hier Handlungsbedarf besteht. Und darüber werden wir natürlich intensiv reden und wir werden unsere Forderungen auch deutlich machen. Kann man sagen, die Stimmung zwischen der CDU und der Wirtschaft war schon mal besser? Ach, das will ich nicht bewerten. Die CDU ist im Grunde die Partei, die die Interessen der Wirtschaft vorrangig vertritt. Und dass es da immer mal wieder auch unterschiedliche Positionen gibt, liegt meines Erachtens in der Natur der Sache. Ich sehe das nicht dramatisch. Es gibt auch unterschiedliche Positionen zwischen den Wirtschaftsverbänden und dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Ganz kurz noch zum Schluss ein Thema, was der Gewerkschaftsbund herausgebracht hat, nochmal die Unzufriedenheit mit den Minijobs. Der DGB verlangt eine Reform der Minijobs, weil sie sagt, sie erfüllen nicht ihren Zweck, nämlich Menschen tatsächlich hinterher in eine Festanstellung zu bringen. Wie stehen Sie dazu? Wir haben auf dem Arbeitsmarkt eine ganz erfreuliche Entwicklung im Verlauf der letzten Jahre erzielt. Wir haben mit 41 Millionen Beschäftigten, davon über 29 in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, Rekordwerte erreicht.
Und ich denke, wir sollten das jetzt nicht kritisieren, sondern diese Entwicklung fördern, auch für die Zukunft. Natürlich müssen wir, wenn wir Menschen in Beschäftigung bringen wollen, auch den Niedriglohnsektor, also Tätigkeiten auf Gebieten, in denen die Wertschöpfung eben gering ist, ebenfalls zu nutzen. Und ich bin der Meinung, wir sollten unbedingt diesen Weg fortsetzen und jetzt nicht eine Diskussion über prekäre Beschäftigungsverhältnisse führen. Dies alles geht nur zu Lasten der Geringqualifizierten, der Langzeitarbeitslosen und der Jugendlichen. Und gerade die haben wir verstärkt im Verlauf der letzten Jahre in Arbeit gebracht. Das sehe ich als Erfolg an, auf den wir durchaus mit Zufriedenheit schauen können. Aber Sie sehen auch, dass Unternehmer Minijobs benutzen, um feste, reguläre Arbeitsplätze zu vermeiden. Ich akzeptiere natürlich, dass es schwarze Schafe gibt. Die gibt es bedauerlicherweise überall. Aber wir sollten nicht aus Einzelfällen auf die generelle Situation schließen und damit die positive Entwicklung der Beschäftigung in Deutschland, auch der gering- und nicht qualifizierten, in Frage stellen bzw. für die Zukunft zu gefährden. Herzlichen Dank, Arbeitgeberpräsident Dieter Hund, dass Sie uns heute Morgen hier zu einem Gespräch zur Verfügung gestanden haben. Dankeschön nach München. Danke Ihnen. Dankeschön.